Herzlich willkommen zum Kurs Storytelling für Unternehmenskommunikation und Marketing, Grundlagen und erfolgreiche Umsetzung. Mein Name ist Carsten Rossi, ich sage etwas später noch was zu mir. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal einen Überblick geben über das, was Sie erwartet. Wir haben 10 Lektionen vorbereitet oder sagen wir vielmehr 10 Teile. Sie können sich in einem Rutsch angucken, Sie können sich einzelne Sachen rauspicken, Sie können sich einen netten Videoabend mit mir machen, falls Netflix mal ausfällt. Ich sage Ihnen auf jeden Fall jetzt, was Sie alles erwartet. So, Punkt 1 ist Business Storytelling. Was soll das sein? Storytelling ist ein sehr schillernder Begriff und ich versuche da mal eine Definition hinterzuziehen, sodass wir alle gleich vom ersten Tag oder von der ersten Minute an auf dem gleichen Boot sind. Dann gibt es ein bisschen Hintergrundwissen, das Sie vielleicht auch Ihrem Chef weitergeben können, falls er sich fragt, was soll das Ganze? Nämlich, ich werde die Frage beantworten, warum Storytelling wirkt. Das dritte ist so ein bisschen ein Setzkasten, wenn man so will. Das heißt für jeden etwas, die Story Level. Man kann Stories nämlich durchaus auf unterschiedlichen Ebenen erzählen und auch an unterschiedlichen Ecken einsetzen. Das vierte geht ein bisschen in die Literatur- und Filmwissenschaft. Das heißt so schön von Mythen und Fischen, Heroes Journey und Pixar Pitch. Da geht es ein bisschen um Literaturwissenschaft und auch ein bisschen um Hollywood-Historie, wenn man so will. Das fünfte hilft Ihnen hoffentlich, Storytelling am Ende auch wirklich gut einzusetzen. Das heißt Stories überall, Geschichten im Tagesgeschäft. Und damit sind wir schon auf der nächsten Seite, nämlich bei 6 bis 10. Das erste, was ich Ihnen da präsentieren will, ist besonders wichtig. Das heißt, steht mir das, welche Geschichte passt zu uns? Weil Sie alle kennen ja wahrscheinlich diesen peinlichen Onkel, der auf der Geburtstagsfeier eine Geschichte erzählt, die völlig unangemessen ist. Ich möchte, dass Ihnen das nicht passiert und gebe Ihnen da ein paar Hintergrundinformationen zu. Dann gehen wir zu einer Methodik, die wir in der Agentur entwickelt haben, heißt die Story Stage in 12 Schritten zur Business Story. Da geht es darum, wie Sie in einem sehr methodischen Vorgehen dazu kommen können, Stories regelmäßig zu entwickeln oder sogar Storytelling-Kampagnen zu entwickeln. Dann stelle ich Ihnen noch ein paar Tools vor, betreutes Plotten, Stories mit Hilfe von Tools entwickeln. Dann gibt es einen kleinen Ausblick in die Zukunft, heißt Story CO, die Zukunft des Erzählens. Und am Ende erwartet Sie noch ein bisschen Arbeit, wenn Sie möchten. Wir haben Ihnen ein paar Aufgaben vorbereitet, die Sie online durchführen können, wenn Sie daran Spaß haben.